Hi. Nach, ich weiß gar nicht, 7 Wochen ist mein Paket endlich da. Ich fange mal an. Das Problem ist, diesmal war das Folie drum. Ich habe schon gesehen, dass es diesmal aufgemacht, dass es diesmal aufgemacht wurde. Ich hoffe, es fehlt nichts. Barsch. Erst aufmachen, dann so wieder zumachen. Ja. Ich kann es ja gar nicht aufmachen, der Karton ist unterwegs aufgegangen. Fühlt sich so schwer an. Barsch. Ich werde. Ja, danke Flughafen, dass ihr den ganzen Klebepack übernommen habt. Und den Teil, was ihr zugeklebt habt. Das ist die Liste, was alles drin ist. Weil ich am Ende noch drin. Okay. Eine Bayern-Tüte. Und ein Outfit von der Welt mit Thomas Müller für meine Gastmutter. Papier besser. Let's see. Ein Brief. Den lese ich gleich. Ich kam hierher aus dem Rematch und ich hatte keine Gastgeschenke. Und meine Eltern haben jetzt für die Familie was mitgeschickt. Finde ich total süß. Habe hier so ein Hello Kitty Rucksack. Buntstifte. Dann muss ich den Preis noch machen. Ein Glitzermalbuch. Mama, Papa, perfekt. Oma, keine Ahnung, wer seine Papierquadraten am Teil ist. Schon mal sehr gut. Ich will nicht sehen, was alles drin ist. Cooler Fläschchen. Lollis. Voll cool. Ah. Haribo Mix-Tüte. Oh ja. Miracoli. Saure Cola-Schnüre. Zwei große und zwei kleine Pakete Miracoli, aber ich habe in einem Video damals gesagt, 4 bis 5 Personen, das bin ich. Gott, ich habe Miracoli so vermisst, weil das nicht mal für Tommy kochen. Kochen. Und für meine Gastfamilie, weil ich das so geil finde. Die sind angekommen. Golfbälle von Bayern. Für mein Gospapa. Ja, der interessiert sich so für Sport und alles und der spielt halt Golf und dann haben wir halt überlegt, was die mitnehmen könnten. Und dann dachten wir, Golfbälle sind das cool, ne? Ich raste aus. Ich vermisse Mauer so sehr. Manchmal, wenn ich so wach und denke mir so, ey, jetzt Mauer, ne? Ich hätte jetzt Euro Münzen. 15 Euro. Nicht wirklich. Gott, was ist denn hier alles drin?
ganz viel Tupla. Oh mein Gott. 5-mal. Nein, 4-mal. 4-mal Tupla und einmal Pinneri. So. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Sache, wo alle Schiss verraten, dass es verloren geht. Mal gucken, ob das noch auftaucht. Ich habe mir eine Bayern-Sporthose bestellt. Die war im Angebot, habe ich die gekauft. Für meinen Jungen. voll cool. Aber rückwärts steht 50% Mama, 50% Papa und 100% Bayern. Ah, herrlich. Das ist schon meine. Das war mein Handy. Das sind meine Gastwörter. Was mir das denn? Das ist meins. Der Verein mit den Fischstern. Und meine Eltern sind einfach so mega wahnsinnig lieb und süß. Wie das gekauft. Ja, ich sehe das auch mit Bayern, ne? Für den Tommy, weil der auch Bayern angefixt ist. Aber ich sehe gerade, das ist ja mal mega geil. Also auf jeden Fall schon mal mega danke. Und jetzt habe ich gehört, dass halt was von meiner Nachbarin mit drin hat. Irgendwie sieht das mega süß aus. Wow. Okay, ich habe jetzt eine Kette, die ich jetzt immer tragen werde. Geil. Ihr müsst das der Familie Groß zeigen. Hi, Familie Groß, das ist wunderschön. Haben die meine Kette mitgeschickt? Gott, wahnsinnig lieb. Vielen, vielen lieben Dank. Das noch so. Ich weiß gar nicht, ob das auf die Rückseite muss oder ob das für die Vorderseite zum Tauschen ist. Noch so ein anderes Teil mit drin. Aber ich lasse das Bayern-Teil dran. Und ich hoffe, der Herr Groß muss das tragen, weil er ist ja kein Bayern. Aber danke, die ist wunderschön. Mach die mal direkt um. Ja, danke. Wirklich. Ich hatte immer eine Kette, die ich immer getragen habe und hier wechsle ich voll oft, aber ich will mir einfach eine, die ich immer tragen kann. Die ist voll perfekt. Die ist wunderschön. Danke. So, jetzt gucke ich nochmal was Liste an. Alle mitgucken, ob das drin war. Alles drin war. Nervt nicht. Mein Handy. 3-mal Spätzle hatten wir, 2-mal Miracoli groß hatten wir, 2-mal Miracoli klein hatten wir, 4-mal Duplo, ja, 1-mal Kinderriegel, ja, 2-mal Mauermix, ja, 1-mal Katjes, 1-mal Brausepulver, 1-mal Haribo Cola, 1-mal Haribo Happy Cola. Oh Mama, so süß. 2-mal Lutscher, eine große Tüte Haribo, 1-mal Ranuta, 1-mal Trinkschokolade, 1-mal Bayern Bodygröße 32, 1-mal Bayern Hose kurz von Bayern München. Ein Bayern-Anhänger. Bestimmt meine Kette mit gemeint. Ne, ein Bayern-Anhänger. Was ist denn der Bayern-Anhänger, Mama? 3 Golfbälle, ja. Ein Rucksack von Hello Kitty, ja. Ein Malbuch. 1-mal Buntstifte. 3-mal T-Shirt. Ja, und eine Kette von Bayern München und Ersatzknopf. Was ist denn der Bayern-Anhänger da? Mama, ich weiß nicht, was das ist. Wie ist ich mir? Mutti. Das ist ein Bayern-Anhänger. Das ist die Bayern-Hose, ne? Ah, das ist meine Sporthose. Ach, ihr habt die richtige Seite schon gesehen. Well, ich weiß, das Paket an sich war mega teuer. Und der Inhalt auch. Ach du Scheiß.
Sandalalala. Und jetzt haben wir es ja. Am 18. Juli wurde es abgeschickt und heute schreiben wir den 2. September. Also war echt. Ja, 6 Wochen, ne? Gott. Also. Mein Bett liegt voll. Yeah. Also wie gesagt, was der Bayern-Anhänger jetzt damit mit gemeint war, weiß ich nicht. Alles andere ist hier. Es ist angekommen, es ist heile. Und ich habe ja gesagt, das Paket war ja aufgemacht, ne? Ich würde da jetzt gar nicht mal mehr so drauf wetten, ob es aufgemacht war, weil die Seite war zugeklebt. Warum wird denn deine Seite zukleben? Das macht für mich keinen Sinn. Das stimmt, was sagt der Aufkleber? Inspection da. Ah, das wurde aufgemacht. Wurde dann mit Inspection-Kleber wieder zugeklebt. Aber das Lustige ist, da drunter der Kleber, der war auch noch fest dran, ne? Wir haben das nur den Seiten aufgemacht, um zu sehen, ob da echt nicht irgendwas Gefährliches drin ist. Haben dann gesehen, ach, da sind so viele Nudeln drin. Da wird schon seinen Sinn haben. Ja, ganz süß. Den lese ich alleine. Ja, ich würde es auch mit meinem Papa machen und noch warten. Aber wenn ich das warte, wenn ich das erst lese, wenn ich erst traurig bin und sowas, dann weiß ich nicht, was passiert. Deswegen werde ich das jetzt gleich in Ruhe lesen, weil ich mich einfach freue, was von zu Hause zu hören. Ja, cool. Ich freue mich, dass wieder alles super geklappt hat. Ich kenne das so mega, ne? Gut. Ja, der Karton hat es nicht überlebt. Mein letzter Karton, der hat es voll überlebt. Das war super Dinge. Das habe ich noch mit hierher gebracht sogar. In die neue Familie habe ich ihn damit umgezogen, bin ich mit dem Karton. Okay, ich bin gerade so mega happy, dass alles heil angekommen ist und dass die nichts rausgenommen haben, nur reinguckt haben. Und ja. Danke an alle. Ich weiß ja nicht genau, wer jetzt dran beteiligt war. Aber ja, danke an alle. Vielleicht steht es ja im Brief, aber wie gesagt, will ich jetzt hier nicht für Kamera lesen. Vielleicht gleich das ein oder andere Schnuppen. Ich sehe so fertig aus, weil hier ist jetzt schon 9 Uhr abends. Aber ich habe den ganzen Tag gearbeitet und ich bin eigentlich schon, dass ich vielleicht noch müde bin vom Wochenende. Aber ich habe gesagt, wenn ich das Paket aufmache, das kam nach meiner Pause an. Ich hatte immer Pause, so zwischen 12 und 4. Und das Paket kam für, ja. Und schon das Paket die ganze Zeit da. Und ich dachte mir so, so eine Scheiße. Geht öfter. Da meinte meine Mutter, ja, wir gehen aus für Dinner. Wenn wir ausgehen für Dinner, kommen wir immer später nach Hause als 8. Da dachte ich mir auch so, na toll, wieder länger arbeiten. Also nicht, dass ich wieder länger arbeiten muss, also das sterbe ich nicht gerne aus mit denen, dass sie nicht wirklich arbeiten. Aber dann dachte ich mir so, noch später, um das Paket zu öffnen. Jetzt ist es ja hier. Gott, ich freue mich so. Da gibt es 2 Videos zu gucken. Sehr schön. Gott, ich bin so glücklich. Alles wieder geklappt. Wunderbar. Ah! Okay, Leute. Also wie gesagt, Dankeschön für alles. Lass mal die nächste Mal fett werden. Oh nein, ich bin so glücklich. Jetzt aber Schluss hier. Sorry. Da hat Tom mir gerade geschrieben, dass wir nach Vegas gehen und so. Und wir sind dann halt in Vegas an dem Wochenende, wo Walking Dead wieder anfängt. Scheiße. Naja. Ich werde jetzt nicht lesen. Macht's gut. Tschüss. Danke für alles. Danke fürs Paket. Ganz lieben Dank. Wahrscheinlich haben meine Eltern mir auch gesagt, wer an dem Paket beteiligt war. Aber ich habe es vergessen, weil es schon wieder 6-7 Wochen her ist. Bitte seid nachsichtig mit mir. Bitte, 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 bitte. Aber, sobald ich weiß, wer noch dran beteiligt war, bedanke ich mich persönlich. Absolut, Leute. Love you.